bösen Plan, würde ich mal sagen, entdecken dürfen, der mich aber nachher zum Guten hingeführt hat. Und darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und möchte jetzt auch heute in diesen zwei geteilten Vorträgen jetzt auch zumindest einen kleinen Teil der Erkenntnisse, die ich da gewinnen durfte und immer noch täglich gewinnen darf, weitergeben. Weitergeben an euch alle, an jeden, den es interessiert. Deswegen nehmen wir das auch jetzt auf und auch alle, die jetzt dann später diesen Film anschauen, möchte ich auch hiermit recht herzlich begrüßen und auffordern, machen Sie das Gleiche, wie ich getan habe. Sie müssen es nicht in dieser Intensität machen, aber schauen Sie, was in der Welt passiert, machen Sie die Augen auf nach allen Seiten, denn es passieren einige Dinge, die wichtig sind für unser Seelenheil. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, sondern im Grunde direkt ins Thema einsteigen. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Vortrag noch kurzfristig etwas umgebaut, weil mich vor einigen Tagen ein Brief erreicht hat eines Glaubensbruders und Kunden von mir, der wusste, dass ich diesen Vortrag hier halte, und er hat mir ein kleines Traktat, eine Schrift zugesendet, in der es um Verschwörungstheorien ging, die da im Lichte der Bibel beleuchtet wurden. Und in diesem Traktat, in dieser Schrift, wurde mit etlichen Bibelzitaten also darauf hingewiesen, dass es eben keinen solchen bösen Plan gibt in der Welt, dass es keine Verschwörungen irgendwelcher Art gibt und dass wir nüchtern sein sollen und diese Nüchternheit dazu dienen soll, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, was vollkommen richtig ist, dass wir uns mit dem Glauben beschäftigen sollen, dass wir aber auf gar keinen Fall glauben sollen, dass es einen anderweitigen bösen Plan geben soll. Diese Meinung, dieses Traktat, sage ich nicht von wem es ist und aus welchem Kreis es kommt, aber es ist natürlich auch sehr verbreitet und man hat schnell etwas abgetan, nur weil ein anderer irgendwo an irgendwelche Informationen gekommen ist, im Internet oder wo auch immer, wo irgendjemand behauptet hat, und schon ist man wieder von seinem Weg weg. Lassen Sie sich nicht von diesem Weg abbringen, sondern nutzen Sie auch diese Informationen, die Sie jetzt heute hier bekommen, dazu, selbst Anforschungen anzustellen. Denn ich habe nur deshalb zum Glauben gefunden, weil es vor mir viele Menschen gab, gläubige Menschen, die genau das Gleiche auch getan haben. Und die haben ihre Recherchen, ihre Berichte, ich will mal sagen, immer wieder unterlegt mit Bibelzitaten, mit denen ich damals überhaupt gar nichts anfangen konnte. Nun habe ich irgendwann so oft diese Bibelzitate dazu gelesen, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich nicht eine Bibel habe. Und tatsächlich war es ja auch so. In jedem deutschen Haushalt, auch in meinem Einmannhaushalt, war eine Bibel, sogar mehrere. Und ich habe dann eben diese Zitate nachgeschlagen und bin dann auf diesen Weg gekommen. Und mit einem dieser Zitate, das ist der falsche Ausdruck, einem dieser Verse aus der Bibel wollen wir jetzt auch beginnen. Und zwar aus dem allerersten Buch, das erste Buch Mose in der Bibel, aus dem Alten Testament. Dritte Kapitel, die Verse 14 und 15. Für Bibelkundige werden diese Verse kennen. Im Vers 14 steht, da sprach Gott der Herr zur Schlange. Es war also direkt nach dem Sündenfall, als die Menschen in Sünde gekommen waren und die Schlange die Menschen, Eva und dann auch Adam, letztendlich verführt hat. Und hier spricht Gott im Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das war eine Prophezeiung, die Gott selbst gegeben hat. Und wir alle wissen, dass diese Prophezeiung zumindest zu einem Teil wahr geworden ist, als Jesus Christus auf diese Erde kam und für uns gestorben ist. Das war der Stich in die Ferse. Aber wir wissen auch, dass die Schlange ihren Kopf zertreten bekommen hat. Und ich möchte jetzt hier ganz klar sagen am Anfang, es gibt einen Plan, nicht nur einen Plan, einen Heilsplan, den Gott für uns niedergeschrieben hat in der Bibel,
sondern der Teil dieses, ein Teil dieses Heilsplanes ist auch eine Prophezeiung, sind auch Wahrsagen, sind auch Voraussagen, detaillierte Voraussagen, was uns als Menschheit erwartet. Gott hat diese Welt erschaffen und er wird sie auch vernichten. Und genau das sagt er voraus. Und das wird uns deutlich gemacht, schon ganz kurz im gleichen Buch, in der ersten, im 1. Mose, im 11. Kapitel, die Verse 6 bis 9. Dort steht, im Vers 6, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache. Es war also nach der Sintflut, als nur acht Personen, nach fast 1700 Jahren Menschheitsgeschichte, nur 8 Personen überlebt haben. Und aus diesen 8 Personen ist die heutige Menschheit entstanden. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt, wer der Mathematikkundige ist, der kann das gerne mal nachrechnen, weil immer viele sagen, das kann doch gar nicht sein, wir haben heute 7,5 Milliarden Menschen, wie können die denn aus nur 8 Menschen entstanden sein, das passt doch nicht. Rechnen Sie es nach und Sie werden darauf kommen, dass das Bevölkerungswachstum, was dafür nötig war, geringer ist, wie das Bevölkerungswachstum, was wir heute haben. Das entspricht nämlich einem Bevölkerungswachstum von nur 0,5% über die ganzen Jahre. Und die ersten Menschen nach der Flut sind hingegangen und haben eine Stadt erbaut. Und diese Stadt ist das Sinnbild dafür, dass die Menschen sich höher setzen wollen, dass sie Gott gleich sein wollen. Denn dort heißt es, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, der Menschen. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Die Menschen. Was die Menschen sich vorgenommen haben. Gott hat also erkannt und hat vorausgesagt, die Menschen, es wird sie nichts zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Ja, was haben sie sich vorgenommen? Eine Stadt zu gründen, einen Turm zu bauen bis an den Himmel und letztendlich auch selbst Gott zu sein. Gott im Grunde auszuklammern. Die Menschen haben sich abgewendet von Gott und haben ihren eigenen Weg gegangen, fern von Gott. Sie sind weggegangen. Deshalb ist Gott herabgestiegen. Ihr sagt in Vers 7, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen spricht. Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? 6 bis 7.000. 6 bis 7.000. Wir hatten es gerade auch vorhin schon, gell? Ich rede auch ab und zu mal Fremdsprache, Badisch zum Beispiel, auch nicht jeder versteht. Ich habe versuchen, jetzt hier Hochdeutsch zu sprechen. Das heißt ja, über die Schwaben und die Badener, ja, wir können alles außer Hochdeutsch. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, aber die Sprachen sind verwirrt worden. Ja, und so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, diese Stadt zu bauen, weil sie sich nicht mehr verständigen konnten. Daher gab man dieser Stadt den Namen Babel, auch bekannt als Babylon, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Also das heißt, in diesen Versen ist also jetzt erkennbar, der Anfang ihres Tuns und es wird sie nichts zurückhalten, was sie sich vorgenommen haben. Auch nach der Verwirrung wird sie das nicht zurückhalten. Und jetzt schlagen wir einen Bogen von ganz am Anfang der Geschichte bis hin ganz zum Ende. Und auch da lässt uns Jesus Christus in diesem Fall über die Offenbarung, die er dem Apostel Johannes gegeben hat, nicht im Unklaren darüber, wie diese Geschichte enden wird. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns das vor Augen führen. Ich weiß auch, dass in den Kreisen der Gläubigen viele dieses Buch der Offenbarung gar nicht lesen. Das ist ein Fehler. Es ist genauso Gottes Wort wie auch das erste Buch Mose und alles, was da dazwischen liegt. Insgesamt sind es 66 Bücher. Und hier in der Offenbarung im 13. Kapitel, da heißt es wie folgt. Und es wurde ihm gegeben, das heißt, es wird also gegen Ende der Zeit, gegen Ende der Welt, ein Tier, nennt es die Bibel, eine Macht auftreten, die die gesamte Erde beherrschen wird. Und darüber spricht Gott Folgendes. Und es wurde ihm, diesem Tier, dieser Macht gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, also sie zu besiegen.
Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Also alle, die damals da vor dieser Spracheverwirrung unterlagen, nämlich alle Menschen, die sind auch am Ende der Zeiten wieder davon betroffen. Und die Herrschaft wird also so sein, dass diese Herrschaft über die gesamte Welt gehen wird. Über jede Nation, jede Sprache und jeden Volksstamm sogar. Damit sind wir aufgefordert, auch jetzt mal in die Welt rauszuschauen und nicht nur bis zu unserem Vorgarten, will ich mal sagen, wo die Welt dann meistens ja noch in Ordnung ist. Deswegen ist es auch sehr schwierig in der heutigen Zeit in Deutschland oder überhaupt im westlichen Europa, wo es den Menschen sehr gut geht, solche Dinge anzusprechen, weil man sich nach 70 Jahren Frieden, eine ganze Generation hat ja keinen Krieg hier erlebt bei uns. Wir sehen es zwar im Fernsehen, lesen es in der Zeitung, aber so wirklich wissen tun wir das doch nicht, was da ist, was da passiert. Aber trotz allem soll man sich mit diesem Thema beschäftigen. Denn damit wir und auch alle anderen Menschen auch erkennen, was denn da für ein Weg, was für ein Plan dahinter steht. Und weiter geht es im Vers 8, da heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, also diese Macht, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens und des Lammes. Sind wir schon soweit? An diesen beiden Punkten, Babylon, Babel ganz am Anfang und Babylon am Ende, irgendwo da dazwischen befinden wir uns jetzt gerade. Und wir wollen auch nicht spekulieren, das ist nicht der Sinn auch jetzt unseres Zusammenkommens hier und dieses Vortrags hier, sondern wir wollen uns wirklich nur an Fakten halten. Aber diese Fakten, zu denen haben wir Zugang, mehr wie alle Generationen vor uns, durch auch solche Technik, wie wir sie jetzt gerade hier nutzen dürfen. In der Offenbarung im 13. Kapitel geht es weiter, ich kann es nur anschneiden, da kann ich das ganze Kapitel jetzt lesen, aber ich empfehle Ihnen, tun Sie es. Dort heißt es im 12. Vers, und ich habe jetzt mal die Sätze, auf die es ankommt, herausgehoben, ein bisschen dicker. Dort heißt es, die Erde und die auf ihr wohnen. Es übt also alle Vollmacht des ersten Tieres aus, da geht es jetzt um das zweite Tier, kommt auch noch ein zweites, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Ja, und im Vers 14 heißt es, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen. Deswegen habe ich, das wird also mehrfach hier in dieser Schrift, das ist nicht mein Text jetzt, das ist der Text Gottes, inspirierte Schrift in der Offenbarung, wo das so oft betont wird, dass es alle Menschen betrifft. Und in Vers 15 heißt es, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird. Also auch hier sind wieder alle angesprochen. Es soll uns diese Stellen, soll uns auch helfen einzuordnen, wo befinden wir uns jetzt und können wir, wenn wir heute wollen, wir darüber reden, welche Zeichen oder welche Ereignisse weisen uns denn auf diesen Plan hin? Gibt es einen solchen Plan überhaupt? Und da möchte ich auch gerade diejenigen, die diese Traktate in der anderen Richtung verfassen, die möchte ich auffordern, die Schrift auch an dieser Stelle richtig zu lesen und zu interpretieren und dann Stellen wegzulassen, die genau das Gegenteil von dem sagen, was die da verbreiten. Lassen Sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Ich habe es einfach so gemacht und deswegen konnte ich das auch alles gut nachvollziehen. Ich war da sehr, in Anführungsstrichen, bin da naiv rangegangen, aber das war genau richtig, weil ich habe gesagt, ich muss es einfach selber nachprüfen, muss es lesen, was in der Schrift steht. Und das habe ich auch getan. Und dort habe ich diese Dinge auch gefunden. Und das ist auch ein Appell an uns alle, an alle Christen. Suchen Sie nicht in irgendwelcher Sekundärliteratur als erstes, das können Sie immer noch tun. Suchen Sie als allererstes mal in der Schrift. Dort finden Sie in der Regel alle Antworten. Und unten steht, es wird uns auch heute noch im Verlauf der zweiten Stunde dann beschäftigen, dort heißt es, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Das kennen die meisten, auch diejenigen, die nicht mit der Bibel vertraut sind, dass da hier eine Zahl existiert, die für das Böse steht. Und viele Menschen und auch gerade viele Gläubige haben da auch schon Berechnungen und so weiter angestellt. Aber viel ist doch Spekulation. Und wie gesagt, wir wollen uns nicht mit Spekulationen hier beschäftigen. Aber wir sollen, und das steht ja auch hier ganz klar drin, eine Aufforderung ist es an uns, der berechne die Zahlen. Also wir sollen die berechnen, wer die Weisheit hat.
Wir sollen also was tun. Und wir leben im Zeitalter der Zahlen. Wir leben im Zeitalter der Zahlen. Noch vor zwei Generationen vor uns haben die Menschen keine Möglichkeit gehabt, so auf so viele Informationen zuzugreifen, wie wir es heute können. Durch die Technik, durch Fernsehen, durch Internet vor allem. Ja? Da muss man auch mal ganz klar sagen, ich bin sehr dankbar, dass es dieses Internet gibt. Denn ohne dieses Internet hätte ich niemals diesen Weg gefunden. Dort habe ich alle diese Informationen letztendlich, oder viele der Informationen gezogen. Ich werde heute noch erst ganz am Anfang meines Weges stehen, wenn ich das mit Büchern versucht hätte, in irgendwelchen Bibliotheken. Ja, also das heißt, alles hat eine gute und eine schlechte Seite. Werden wir nachher auch noch sehen. Es kommt immer darauf an, wie man es auch nutzt. Aber hier ist auch schon erkennbar, und dass uns Gott hier ganz klar sagt, es gibt hier einen Plan. Ich, Gott, der Gott hat diese Welt letztendlich geschaffen und er wird sie ja wieder vernichten. Und er hat diesen Plan auch gemacht. Und innerhalb seines Plans spielen sich verschiedene Dinge ab. Und wir wissen, Professor Gitz, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, der hat es ja auch schon wunderbar einmal in einem mathematischen Beweis nachvollzogen, dass nämlich schon über 3000 Prophezeiungen, die in der Bibel genannt werden, erfüllt sind. Und keine einzige Prophezeiung, die dort genannt ist, war falsch. Es gibt noch genug, die noch nicht eingetreten sind, aber es gibt noch keine einzige falsche. Denn wenn es auch nur eine falsche gäbe, was wäre denn dann? Dann wäre auch alles falsch. Dann würde sofort die Gegner der Bibel, ja, würde sofort gerannt werden und sagen, hier, wir haben es auch schon immer gewusst, hier, das stimmt nicht. Aber so ist es nicht. Es stimmt alles, was in diesem Buch steht. Und ich habe einfach mal hier jetzt für Sie eine Übersicht gemacht, damit wir uns klar werden können, wo stehen wir denn eigentlich heute? Es war die Schöpfung im Jahre 0. Dann hatten wir die Flut im Jahre 1656. Diese Flut wird ja auch von vielen Wissenschaftlern geleugnet. Wider allen Beweisen, die es dafür gibt. Glauben Sie der Bibel, diese Flut hat es gegeben. Es gibt genug Beweise dafür. Und es war ein Gericht, das Gott hat über die Menschheit kommen lassen, nach knapp 1700 Jahren. Die Zahl, die hier steht, kann jeder aus der Bibel wenn er die Bibel liest, nachrechnen über die Stammbäume, die dort verzeichnet sind. Dann haben wir im Jahr 4230 bis 4303, das war die Zeit, in der Jesus Christus auf die Erde kam. Das war die Zeit, in der sich die Prophezeiung von Anfang aus Mose 3,15 erfüllt hat, dass derjenige gekommen ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat, nämlich Jesus Christus, in diese Welt gekommen. Und im Jahre 4303, immer gerechnet jetzt ab dem Jahre 0, da wurde der zweite Tempel zerstört in Jerusalem und seitdem gibt es dort keine Tempel mehr. Und die Juden, das Volk Gottes, wurde zerstreut in die Diaspora, in die ganze Welt. Heute haben wir das Jahr 6248, das kann man dann also rückrechnen. Ich habe hier die Zahlen der Chronologie der Bibel zugrunde gelegt, die ein Professor Zint aufgestellt hat. Wer möchte, kann ich die Quelle gerne nennen, dann im Anschluss. Alle Zahlen, die dort bis zum Jahr 4303 aufgezählt sind, sind alle aus der Bibel entnommen, nicht aus der Weltgeschichte. An vielen Stellen ist es gleich, ja, aber es gibt auch Stellen, wo es dann Unterschiede eben gibt. Auch wenn es nur ein paar Jahre sind. Und ich habe hier nochmal ein Jahr angezeigt in schwarz, das ist das Jahr 6000, das war das Jahr 1767 nach Christus. 1767. War da irgendwas Besonderes? Ja, da war der große Brand ein Jahr vorher in London. Die ganze Stadt verbrannt. Genau. Aufklärungszeit oder so. Nee, das stimmt nicht. Das war die Aufklärungszeit, genau. Ja. Es war die Aufklärungszeit und es ist uns jetzt, sagen wir mal, kein weltbewegendes Ereignis aus diesem Jahr bekannt. Kein weltbewegendes, ja, wo man sagen müsste, das müssen wir alle wissen. Ein nennenswertes Ereignis aus diesem Jahr werden Sie heute im Laufe des Vortrages noch kennenlernen. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Aber einfach mal, damit wir wissen, wo wir stehen. Ja, der jüdische Kalender übrigens, ja, der ist 400-500 Jahre zurück nach dieser Rechnung. Und man kann also heute sagen, mit den vorliegenden Zahlen, auch was die Bibel betrifft, der jüdische Kalender, so wie er von den meisten Juden verwendet wird, ist nicht richtig. Ja. Auch das können Sie gerne nachprüfen, ich kann Ihnen da auch Quellen sagen.
Wir sind heute im Jahr 6248 und wir wissen auch, dass wir nicht spekulieren sollen, brauchen, denn es ist uns nicht gegeben, das Ende der Welt zu wissen. Das wissen wir auch aus der Bibel, dass hier das nur der Vater selbst weiß. Aber wir haben viele Hinweise in der Bibel, wo wir einordnen können, wo wir denn heute stehen. Und dazu möchte ich auch nochmal den zweiten, aus dem Neuen Testament, den zweiten Thessalonicherbrief zitieren, den der Apostel Paulus geschrieben hat, im zweiten Kapitel. Dort heißt es, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und in Vers 7 heißt es, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Wege sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Ja, ist er schon da? Wir wissen es nicht. Aber wir können einmal in die Welt reinschauen. Und wir können dann schon ziemlich genau feststellen, wo wir uns befinden. Auch da hilft uns, wie gesagt, solche Passagen, solche Texte weiter. Und in Vers 10 bis 12 heißt es, und aller Verführung der Ungerechtigkeit, Vers 9, da geht es darum, dass derjenige, der da kommt, seine Kräfte entfaltet, alle betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Jetzt kommt es, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Das Buch der Wahrheit ist die Bibel. Dort können sie die Liebe zur Wahrheit finden. Da können sie die Wahrheit entdecken. Viele lehnen das ab, wollen das nicht, glauben wir nicht, legen es auf die Seite. Darum wird ihnen, nämlich genau denen, die das tun, Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir kennen, die meisten von Ihnen kennen auch diese Verse und genau in diesem Zusammenhang sind sie auch wichtig, damit wir uns klar sind, damit wir diese Wahrheit suchen. Wir können sie finden, sie liegt offen vor uns. Deswegen freut es mich, dass heute so viele hierher gekommen sind, die genau diese Wahrheit nämlich suchen. Sonst wäre es ja nicht da. Und behalten wir das nochmal, deswegen habe ich das nochmal als zweites nochmal aufgeführt, diesen Bogen, der da gespannt wird, einfach mal im Auge, dass wir sehen können, wir können auf über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zurückblicken und glauben Sie mir, dort sind genügend Daten und Ereignisse in der Geschichte, die uns da Hinweise geben, was in der Welt eigentlich passiert und von wem und wo wir stehen. Jetzt schauen wir mal, was die Welt dazu sagt. Also wie gesagt, ich habe das in einem ganzen langen Abspann jetzt eigentlich hauptsächlich deshalb reingebracht, weil ich einmal hier an dieser Stelle einfach mal antworten wollte auf diejenigen, die jetzt hier jede Nachforschung in der Bibel als Verschwörungstheorie bezeichnen. Sie bringen damit viele, viele Leute von dem rechten Weg ab. Das kann ganz klar sagen. Forschen Sie selber nach und glauben Sie nichts. Forschen Sie auch dessen nach, was Sie hier von mir hören. Gucken Sie es nach. Sie können es alles selber in Erfahrung bringen. Eine gute Möglichkeit, solche Dinge auch mal von der anderen Seite zu beurteilen, ist, mal die andere Seite zu beleuchten. Alles hat zwei Seiten. Schauen wir doch mal, was die Welt dazu sagt. Diejenigen, die maßgeblich daran beteiligt sind, die Weltgeschichte zu formen, die sie selber mitgestalten. Roosevelt zum Beispiel, amerikanischer Präsident. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas passiert, dann können sie darauf wetten, dass es geplant war. Und jetzt an alle diejenigen, die tatsächlich glauben, es existiert hier kein Plan. Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Das hat der Winston Churchill gesagt, ja, also der auch
sehr enge Kontakte zum Beispiel zu Aleister Crowley hatte, dem maßgeblichen Satanisten in dieser Zeit. Aber den hätte der Churchill gar nicht gebraucht, er war auch so schlimm, was er alles gemacht hat. Aber Politiker sagen ab und zu auch mal die Wahrheit. Es kommt ab und zu, rutscht es denen mal raus, ja, und ich werde Ihnen nachher noch ein oder andere Zitat dazu sagen. Und hier ist es ein ganz klarer Fall, dass er hier ganz klar darauf hinweist, dass hier ein Plan hinter den Kulissen sozusagen stattfindet. Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, als diejenigen es sich vorstellen, die nicht hinter den Kulissen stehen. Benjamin Disraeli hat es gesagt, er war zweimal sogar britischer Premierminister, 68 bis 74 im 19. Jahrhundert und dann nochmal 1880. Ja, was soll man dazu sagen? Ja? Ich meine, ich könnte Ihnen jetzt hier auch die vier Stunden lang am Stück solcherlei Zitate präsentieren, die auf zuverlässigen Quellen basieren, die auch nachweisbar sind. Ja? Und da muss man sich einfach mal fragen, warum haben die Leute das gesagt? Weil es keinen solchen Plan gibt? John F. Kennedy und diese Rede, über die ich jetzt hier zitiere, die ist auch noch im Original in Englisch im Internet abrufbar. Also wer das Englischen mächtig ist, kann sich das gerne mal anhören. Es ist eingegeben, Kennedy-Rede, finden Sie das mit Sicherheit. Dort hat er das ganz klar angesprochen. Er hat gesagt, denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt. Verdeckte Mittel. Um ihre Einflusssphäre auszudehnen. Auf Infiltration anstatt Invasion. Auf Unterwanderung statt Wahlen. Auf Einschüchterung statt freier Wahl. Auf nächtliche Guerillaangriffe statt auf Armeen bei Tag. Man kann mal den letzten Satz herausgreifen, auf nächtliche Guerillaangriffe statt auf Armeen bei Tag. Ja, dann kommt man nicht umhin, auch jetzt mal an die vielen Terroranschläge zu denken, die da weltweit laufen passieren. Das sind alles Dinge, die zu diesem Plan mit dazugehören. Ohne dass man jetzt ganz speziell einen Schuldigen da irgendwo festmachen kann. Denn es passiert ja hinter den Kulissen. Aber es passiert und wir können es sehen. Und wenn man das ein bisschen einordnen kann, dann kann man auch den roten Faden erkennen. Der rote Faden, und hier habe ich es jetzt dargestellt in einer Karikatur, den man hier erkennen kann, der wird ganz, hat seine Basis in dem Geldwesen. Ich habe das schon in meinen vorigen Vorträgen schon ein paar Mal auch nachgewiesen und kann jetzt natürlich nicht im Detail darauf eingehen. Aber das Geld ist heutzutage das Mittel, mit dem ganze Staaten unterdrückt werden. Denken Sie nur ganz aktuell an Griechenland. Die hängen jetzt hier am Tropf. Ja, sie sind eigentlich vergleichbar, wissen Sie, wenn Sie da mal von der Milliardengröße runtergehen auf 10.000 Euro, vergleichbar mit einem kleinen, wie soll man sagen, unschuldigen Menschen, der vielleicht irgendwo 10.000 Euro Schulden hat und der jetzt in der Hand eines gewalttätigen oder will ich mal sagen übermächtigen Gläubiger sind. Und dann zappelt er da im Netz. Und genauso zappeln jetzt gerade die Griechen. Und man kann das, dieser Spruch Geld regiert die Welt, er klingt abgedroschen, aber er ist nichts anderes als die reine Wahrheit. Und was ich auch da mit aussagen will und was man auch bedenken soll, ich habe jetzt nicht zu allem, was ich sage, natürlich eine Folie dabei, deshalb schreiben Sie vielleicht auch mit oder merken Sie sich es einfach, es wird ja auch aufgenommen, Sie können es später nachvollziehen. Das Geld ist das Einzige, was es hier auf dieser Welt gibt, was nicht von Gott geschaffen ist. Es ist etwas, was uns was Macht verleiht, was aber geschaffen werden kann. Geld wird heutzutage in unseren Gesellschaften, in unserem System aus dem Nichts erschaffen. Wenn Sie heute auf die Bank gehen, einen Kredit aufnehmen von Betrag X, ja, dann geht die Bank her, die Bankmitarbeiterin nach Prüfung der Bonität und nimmt hier einfach, tippt hier 10.000 Euro ein und die haben sie dann auf einmal auf dem Konto. In diesem Moment sind diese 10.000 Euro virtuell geschaffen worden, das ist Chiralgeld. Gold und Silber beispielsweise, was auch als Geld verwendet wird, ist ja da. Es ist ein
einen Wert. Ja? Es ist von Gott geschaffen. Wie jeder Stein, jeder Baum, der hier auf dieser Welt ist. Die Nullen oder ja, die Nullen und die Zahlen auf ihrem Kontoauszug, die hat jemand anders geschaffen. Und es ist das Einzige, was geschaffen wurde, ja? Wie gesagt, von Geschöpfen, weil wir können nichts schaffen. Wir können nur das nehmen, was wir haben. Ich kann ein Stück Holz nehmen und kann dann ein schönes Podest rausbauen oder einen Stuhl, wenn ich reiner bin. Ja? Oder das Metall kann ein Auto bauen oder ein Schiff oder was auch immer. Ja? Es ist aber alles schon da. Es ist nicht erfunden von uns, nicht geschaffen. Denn alles wird in dieser Welt von Gott geschaffen. Außer das Schlag. Denken Sie daran. Und hier steht auch, um was es eigentlich geht. Henry Kissinger. Er ist auch bekannt, unverwüstlich. Man könnte gerade meinen, der ist schon 300 Jahre alt. Ja, der geistert ja schon seit ewiger Zeit durch die Weltgeschichte. In maßgeblicher Position übrigens. Der sagt Folgendes. Wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten. Wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker. Und wer das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt. Dazu noch ein Zitat von Meyer Amschel Rothschild, das war der Gründer der Rothschild-Dynastie, der sagte mir, gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt. Griechenland lässt hier auch grüßen. Ja? Messen Sie doch einfach mal das aktuelle Tagesgeschehen an diesen Zitaten. Und leider ist es so, wenn man zum Beispiel denkt an die, an den oben steht, wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker, ja, dass auch Millionen von Menschen auf dieser Welt sterben müssen, weil andere Menschen, wie gesagt, Preise von Lebensmitteln zum Beispiel künstlich verteuern wurden, weil sie spekulieren damit. Ja. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie, die kennt vielleicht der eine oder andere aus meinem Geldvortrag. Dort habe ich einfach mal dargestellt, was muss ich denn eigentlich tun, wenn ich die Kontrolle über etwas bekommen will? Denn um Kontrolle geht es ja. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Gebt mir die Kontrolle über die Währung, wer das Öl kontrolliert. Es geht um Kontrolle und nichts anderes. Es geht nicht darum, dass irgendein Rockefeller, Rothschild oder wie sie alle heißen, noch reicher werden. Darum geht es nicht. Es geht ihnen schon lange nicht mehr um das Geld. Es geht ausschließlich um Kontrolle. Und die Kontrolle soll nichts anderes sein, wie wer nachher die ganze Welt kontrolliert. Und daraufhin läuft ja das Ganze hinaus. Wir kennen das Ziel, dort wo die Welt hinläuft, das kennen wir. Und deswegen können wir auch den jetzigen Zustand an diesem Endziel messen. Wir laufen nicht im Dunkeln. Wenn ich jetzt also hier eine Regierung bin, ein König oder ein Herrscher, dann habe ich ein Problem, denn viele wollen an meinen Stuhl. Normal. Und derjenige, der die ganze Welt beherrschen will, der muss alle diese Stühle, ne, es gibt ja, wie viele Nationen gibt es in der Welt? Knapp über 200. Ja, das heißt, er muss also alle diese 200 Stühle nachher beherrschen. Wie funktioniert es? Funktioniert es durch Krieg? Das kann auch durch Krieg funktionieren, aber das sind vielleicht nach 20, 30 Stücke dann fertig. Ja. Dann fängt dann hinten das erste wieder an und macht wieder Rebellion. Das wurde ja über die Jahrhunderte auch probiert. Heute funktioniert diese Kriegsführung ganz klar über die wirtschaftliche Schiene, über das Geld. Und wir sagen schon zum x-ten Mal, guck sich Griechenland an. Die sind ausgeliefert. Wie wenn jetzt dort eine Armee in ihrem Land stehen würde und alles unter Kontrolle hätte. Und diese Armee ist bewaffnet mit Giralgeld. Die sind verschuldet bei denen. Um eine Regierung, einen König, einen Herrscher, das habe ich einfach mal hier hingeschrieben, kontrollieren zu können oder angreifen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es einfach mal rundum jetzt hier, die Medien haben eine erhebliche Macht. Wir wissen das, dass allein die Medien einen Politiker von heute auf morgen diskreditieren können und ganz schnell ist man weg. Wir erleben das, ich erlebe das gerade in meinem Berufsbereich, dort, wenn es ich muss auch sagen, wenn jetzt hier mal Menschen heute aufgrund dieser Geldproblematik sich jetzt in anderen Werten eindecken wollen, mit Gold und Silber, dann ist das nicht gern gesehen. Ja? Es ist nicht gern gesehen, wenn die Leute Gold haben und wenn die Leute Silber haben. Weil das kann man nicht einfach so sperren oder vernichten. Und wenn man das dann trotzdem forciert, dann ist immer ein Angriff ausgesetzt. Über Medien, über Internet und so weiter. Ja? Also da werden auch kleinste Firmen, ja, werden da angegriffen. Weil es nicht gern gesehen ist.
Und erst recht natürlich eine Regierung, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Libyen nimmt, vor einigen Jahren, es ist schon wieder in Vergessenheit geraten, ja? Gaddafi wollte hier einen Goldstandard einführen. Das war der Hauptgrund, warum er letztendlich eliminiert wurde. Das wäre natürlich für den gesamten Plan, ja, derjenigen, die da diesen Plan ausführen und die Welt kontrollieren wollen, fatal gewesen. Wenn da auf einmal welche Länder ausgeschert wären und hätten jetzt auf einmal den Gold bezahlt, womöglich noch Öl oder Wasser oder dergleichen. Das war der Hauptgrund. Das wird natürlich jetzt in der Presse, in der Mainstream-Presse, nicht publik. Medien haben da auch da ihre Macht, nicht nur mit dem, was sie sagen, sondern auch vielfach mit dem, was sie nicht sagen. Was wir gar nicht mitkriegen. Das Volk bekommt nur das zu hören, was es hören soll. Dann gibt es Gläubiger, ganz klar. Das ist dann, wie gesagt, das Geld regiert die Welt. Ein Staat hat, sämtliche Staaten auf der Welt haben heute ihr Monopol, ihre eigentliche Urkraft, die sie als Staat ausmacht, abgegeben. Nämlich ihr Geld. Ihr Recht, ihr Vorrecht, ihr eigenes Geld zu drucken. Das haben sie abgegeben. Griechenland hat es nicht mehr. Die sind abhängig von der EU. Die haben kein eigenes Geld. Haben wir in Deutschland eigenes Geld? Nein. Alle Länder haben dieses Vorrecht abgegeben. Die stellen kein eigenes Geld mehr her. Deswegen sind sie ja alle verschuldet. Weil jeder Euro, der hier im Umlauf ist, nämlich geliehen werden muss, ja, letztendlich vom Staat. Jeder Euro, den Sie in der Tasche haben, ist ein Kredit. Irgendeiner hat ihn als Kredit aufgenommen, wenn es kein Mensch war, dann war es in letzter Instanz der Staat. Die Frage ist nur, wer kriegt die Zinsen? Die kriegen diejenigen, die diesen Plan verfolgen. Die kriegen diejenigen, die wollen, die diese Kontrolle ausüben wollen. Dann gibt es die Opposition in einem Staat. Auch die kann ich natürlich mit Geld letztendlich beeinflussen. Ich kann eine künstliche Opposition aufbauen, in Ruckzug, wenn ich ein paar Milliarden zur Verfügung habe. Kann ich Parteien aus dem Boden stampfen, ja, kann Politiker fördern, kann irgendwelche politischen Richtungen fördern. Das können alle die machen, die genug Geld haben. In Amerika können sie nur Präsident werden, wenn sie Milliarden hinten dran stehen haben. Wissen Sie ja. Milliarden! Verrückt. Dann kann ich Kriegsgefahr heraufbeschwören, um dieses Land anzugreifen. Nur die Gefahr, die Heraufbeschwörung einer Gefahr reicht oftmals schon aus, damit diejenigen einknicken. Denken Sie an den ganzen Nahen Osten, was da passiert. Wir müssen, und das ist auch eine Botschaft, die heute ganz klar von mir an Sie hier gesagt wird, den Kopf ein bisschen anheben und mal über den Zaun hinausschauen. Gucken Sie mal, was global passiert, glauben Sie an alles, was in den Medien kommt. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Dann gibt es die Wirtschaftslobby, es gibt das Volk, wo ich Revolutionsgefahr schüren kann. Beispiel Ukraine, was ist da passiert? Beispiel, in Anführungsstrichen, arabischer Frühling. Ja, wenn ich sowas höre, arabischer Frühling. Diese Menschen dort haben mit Sicherheit keinen Frühling erlebt. Sondern Not und Elend und Millionen sind gestorben und sterben heute noch. Auch viele Christen natürlich dort, die unter Verfolgung leiden. Das wurde alles initiiert. Mit dem Ziel zu destabilisieren. Dann haben wir hier genannt, links, verschiedene Organisationen, die nach Macht streben. Kirchen, Freimaurer und ähnliches. Wir werden über die Freimaurer noch etliches hören, auch über die Kirchen. Es gibt natürlich große Organisationen innerhalb eines Staates in Deutschland. Ja, die Kirche selber sind mit die größten Arbeitgeber hier. Überlegen Sie mal, was die für eine Macht haben, politisch gesehen, meine ich jetzt. Egal, ob es die katholische oder die evangelische Kirche ist. Oder auch die Gewerkschaften und so. Ja, das sind alles Gruppen, mit denen ich Druck ausüben kann. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt in der Mitte dieser König oder dieser Herrscher. Da macht, glaube ich, nicht viel Spaß. Und wenn Sie sich da dagegen stellen, dann passiert Ihnen nichts Gutes. Sagen Sie mal vorsichtig ausgedrückt. Und selbst schon bei den kleinsten Anzeichen dazu können Sie eliminiert werden. Bundespräsident Wulff lässt grüßen. Wisst ihr, das war ja auch so ein, das war ja ein Witz eigentlich. In einem Land wie Deutschland, ja, dass ein Bundespräsident hier abgesägt wird, weil er irgendwo ein paar hundert Euro angenommen hat. Das war ja nicht der Hauptgrund. Das war nicht der Hauptgrund. Ich habe die Rede, zwei Reden, die der Wulff gehalten hat, kurz bevor dieser Angriff auf ihn kam. Und dort hat er massiv die Bankenlobby kritisiert. Unterschwellig. Da
kann auch unterschwellig massiv kritisieren. Der Wolf war nämlich einer, der hat, das war ein lieber Kerl, ne? Da hat man gedacht, Mensch, den setzen wir da hin, der ist froh, wenn er da ist und lächelfreundlich repräsentiert, muss er ja machen als Präsident, aber er muss auch Gesetze unterschreiben. Und irgendwann ist er, ich bin vielleicht mal, ich weiß nicht, was ihn da getrieben hat, aber irgendwas ist ihm eingefallen, dass er vielleicht doch mal für sein Volk irgendwas sagt. Und das hat er auch getan. Ich habe diese Rede. Und kurz danach hat er massiven Gegendruck bekommen, weil er, die Unterschrift von ihm war nötig für den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Wenn er diesen Vertrag nicht unterschrieben hätte, der ein paar Monate später gemacht wurde, oder sich da geweigert hätte, dann wäre er wahrscheinlich früher, sehr früh schon Gefahr für dieses ganze Finanzsystem aufgetaucht. Deswegen hat man ihn abgesägt. Ja, wahrscheinlich hat er noch Glück gehabt, ja, dass er am Leben geblieben. Das ist jetzt auch eine Spekulation. So, aber es war eine Farce letztendlich. Ja, und aber jetzt ist er weg, ne, und Gauck ist da und er hat natürlich diesen unsäglichen Vertrag da unterschrieben. So sichert man sich eben ab. Ja. Und das sind diese Dinge, wenn da von außen massiv Druck auf sie ausgeübt wird, wenn sie in so einer Position sind, knicken sie irgendwann ein. Und wenn sie wirklich so stark sind und nicht einknicken wollen, dann werden sie sterben. Früher oder später. Weil diesem Plan können Sie sich nicht entgegenstellen, es geht nicht. Gut, jetzt muss ich ganz kurz die Präsentation wechseln, weil es ist sehr schlecht lesbar, was ich jetzt hier habe. Ich habe aber das gleiche, ich wusste es auch warum, auf der anderen Präsentation drauf, wo die Farbe besser erkennbar ist. Entschuldigung, aber jetzt können Sie es sehen. Wir haben es jetzt nochmal zusammengefasst. Das ist eine von mir selbst verfasste Folie und sie ist sehr, sehr wichtig. Einfach mal, damit Sie auch selbst erkennen können, wo stehen wir. Wo stehen wir? Wir haben hier, wir stehen ganz unten, ja, genau. Wir stehen ganz unten. Da unten ist das Volk. Ich habe das mal aufgrund des Geldsystems diese Folie gemacht. Also ganz unten stehen wir. Darüber stehen die Unternehmen, die Arbeitgeber, ja, und die Produzenten. Und darüber steht der Staat. Nehmen wir mal nur die drei. Sie sehen schon, es gibt ja die Bewegungen und gab es auch in der DDR damals, bevor die Mauer fiel, wir sind das Volk. Und diese Parole wird auch heute wieder skandiert, ja, in vor allem in vielen ostdeutschen Städten. Ja, aber auch viele Westdeutsche haben das angenommen. Wir sind das Volk. Das ist vollkommen richtig. Wir sind das Volk. Aber fragen Sie sich doch mal, wer ist denn der Staat? Denn das sind wir nicht. Der Staat ist eine unpersönliche, ein Apparat. Es gibt ja auch den Ausdruck Staatsapparat. Verstehen Sie? Das ist wie eine Firma. Das ist ein unpersönliches Etwas, das einfach uns übergestülpt wurde. Und von wem wird dieses unpersönliche Etwas jetzt denn bestimmt? Wir haben es gerade eben gesehen. Es wird nicht regiert oder bestimmt von unten, sondern von oben. Und wer ist oben? Fragezeichen. Übergeordnete Staatsgebilde, zum Beispiel EU, ESM und so weiter. Es ist genau dieser europäische Stabilitätsmechanismus, der sogar eine Bankenlizenz hat, der von einem Gouverneursrat, muss ich mal vorstellen, wir leben im Jahr 2015, von einem Gouverneursrat regiert wird, das sind die wenigsten Menschen, der nicht angreifbar ist, der nicht anklagbar ist, der auch nicht geprüft werden kann, dessen ganze Entscheidungen alle im Geheimen abgehalten werden. Und da geht es um Entscheidungen über unser aller Geld. Da geht es um Entscheidungen über Kontrolle. Da geht es um Entscheidungen, wer ist Bundespräsident oder nicht. Solche Entscheidungen werden dort gefällt. Und darüber wiederum steht das Bankensystem. Da brauche ich heute gar nichts mehr groß erklären. Ja? Das weiß jeder von Ihnen hier im Raum, wenn Sie einmal die Nachrichten angeschaut haben in den letzten 5 Jahren. Geht es immer nur um systemrelevant hier, systemrelevant dort, wir müssen das Finanzsystem retten und hier und da und dort. Es geht nur ums Geld. Warum? Weil die Staaten alle abhängig sind. Aber darüber gibt es dann noch mal was. Weil diese Banken, die gehören ja irgendjemand. Diese Banken, die sind ja nicht gerade hier besitzlos, sondern die gehören jemand. Menschen.
Anteilseigner der Banken. So, und diese Menschen letztendlich, die dort sind, das sind die, die ganz oben in dieser Pyramide stehen. Und wenn wir es jetzt einfach mal weiterklicken, da habe ich das Stichwort schon gegeben, ich kann es auch als Pyramide darstellen. Und diese Pyramide zum Beispiel ist auch unter anderem ein Erkennungszeichen für viele freimaurerische Dinge. Weil viele in diesen Bankenkreisen auch bei den Freimaurern sind. Und da muss man auch ganz klar sagen, man kann hier nicht pauschal, und das mache ich auch nicht, dass ich jetzt pauschal alle Freimaurer verurteile, ganz bestimmt nicht. Aber ich kann auch nicht alle Freimaurer freisprechen. Wie es auch viele machen wollen und sagen, die haben da gar nichts mit zu tun, ja, das sind alles liebende Menschen, ja, die sind nur auf der Welt, um irgendwelche sozialen Projekte durchzuführen und helfen uns noch, wenn sie CVJM und die Pfadfinder da irgendwie betreuen. Ja. So ist es auch nicht. Also man muss das schon ganz realistisch sehen. Ja. Und das sind alles Dinge, die im Geheimen besprochen werden. Und wenn etwas im Geheimen besprochen wird, was ist das dann? Ein Geheimnis. Super. Etwas, das wir nicht wissen sollen. Und etwas, das wir auch nicht wissen dürfen. Ja? Und dagegen halten Sie jetzt mal die Schrift. Wir haben, und da kommen wir jetzt gleich drauf, viele geheime Organisationen. Da kriegen wir nichts davon mit. Da dagegen steht die Schrift. Die Schrift ist ein klares Wort. Hier reden wir von Worten. Ganz klar, und hier ist nichts geheim. Jeder kann es lesen. Jeder soll es auch lesen. Bei solchen Organisationen reden wir oft von Symbolen. Unter einem Symbol kann ich mir aber dieses oder jenes vorstellen. Eine Pyramide ist ja nichts Schlechtes. In Karlsruhe steht ja auch eine mitten auf dem Marktplatz. Aber Karlsruhe ist ja auch ein Freimaurer. Aber es muss ja nicht per se so schlecht sein. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja? Also nicht, dass Sie denken, jetzt wenn irgendwo Pyramide auftaucht, ist das Böses. Das ist nur ein Zeichen dafür. Ich erkläre Ihnen nachher, was es zu bedeuten hat. Und jetzt muss ich die Präsentation kurz wieder wechseln. Das war eigentlich nur wegen der Farbe gewesen, weil die auf der anderen einfach nicht rauskam. Tut mir leid. Sehen Sie, da musst du überhaupt nicht lesen. So, dann haben wir wieder eine Pyramide. Jetzt sind alle diese Strukturen, die wir in der Welt davor finden, vor allem im Bereich Staatlichkeit, im Bereich auch Unternehmen und so weiter, meistens pyramidal organisiert. Pyramidal heißt nichts anderes, ja, wie dass ich oben eine Spitze habe. Sie kennen das von Unternehmen, viele von Ihnen sind ja angestellt oder haben selber ein Unternehmen. Sie kennen das Unternehmen, oben steht der Chef, dann kommen die, oder der Vorstand, ja, dann kommen die Abteilungsleiter und so weiter. Und dann bricht sich das Ganze nach unten bis zu den ganz normalen Arbeitnehmern, die unten eben die Produktion dann machen. Das ist ja auch gar nichts Verwerfliches und so ist das eine ganz normale Aufteilung. Aber auch ganz andere, wie jetzt zum Beispiel Staatengebilde, wie jetzt zum Beispiel übergeordnete Vereine, sind auch so organisiert. Und das wiederum ist jetzt für uns wiederum wichtig. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt in dem Bereich sind, alles was jetzt in dem religiösen Bereich hineinfällt, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ist auch über diese pyramidale Struktur gefährdet. Viele haben sich schon irgendwelche Überorganisationen angeschlossen, die wiederum irgendeiner Organisation gehören. Ja? Wie heißen die russischen? Mafia. Matuschka. Matuschka, genau. Das kann man auch vergleichen damit. Ja? Also, aber Pyramide ist eigentlich besser, weil Pyramide geht die Beeinflussung von oben nach unten. Und jetzt sehen Sie mal, was hier alles pyramidal hier beeinflusst wird. Und das habe ich jetzt hier auch mal als Struktur und als Symbol einfach so gekennzeichnet. Das ist eine ganz verbreitete Struktur. So, da haben wir, die Banken sind so organisiert, wir haben das Geschäft, das Militär ist so organisiert. Auch ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel, Militär. Ja, also da, ich weiß nicht beim Militär, ne, aber da gibt es ja dann auch die Gefreiten, die Unteroffiziere und Überoffiziere und wer geht hoch bis zum General. Ja. So, und das ist auch so, ne? Strukturieren. Das war auch früher schon so. So, dann die Politik natürlich. Wo ist jetzt eine solche Organisation, die so strukturiert ist, angreifbar? Wo sind die angreifbar? Am leichtesten. Ganz oben natürlich, weil da ja nur wenige sind.
Diese wenigen, ja, das sind die, die vorhin diese Könige, Herrscher waren, oder auch, wenn Sie so wollen, die Chefs von Unternehmen. Diese wenigen, die kann ich doch viel leichter einsacken, kann ich beeinflussen, kann ich korrumpieren, viel einfacher wie eine riesige Masse unten drunter. Und genau das wird auch gemacht. Das will ich damit aussagen. Genau das wird auch gemacht. Es gibt eine gute Aussage, ich habe vorhin gesagt, dass Politiker ab und zu auch mal die Wahrheit erzählen. Ja, unser Freund Seehofer von der CSU hat es mal getan. Meistens machen sie das ja, wenn sie zu Gast sind in irgendwelchen Tagrunden und so weiter. Ne? Und da war er sogar bei diesem Pelzig, heißt er? Pelzig, dieser Mann. Dann hat er gesagt, diejenigen, vielleicht kennt der eine oder andere, kennt das wahrscheinlich, diejenigen, die gewählt sind, also diejenigen, die sie gewählt haben, die haben nichts zu entscheiden. Und diejenigen, die entscheiden, die sind nicht gewählt. Ja, also Originalzitat Seehofer kann man auch gerne im Internet oder zwei verbreitet, kann man das auch mal sehen oder sich anhören. Und damit hat er absolut recht. Denn die wenigen, ja, die jetzt hier oben zu entscheiden haben, die werden entsprechend beeinflusst, meistens mit Geld. Denken Sie an die Dritte Weltländer, ja, wenn da irgendwelche Diktatoren waren oder Präsidenten, die kriegen ein paar Millionen und dann sind die happy und machen alles, was die Firma XY oder derjenige sagt. Einfach ist es natürlich auch nicht immer, ja, aber das ist mal die Struktur. Und jetzt gibt es etwas, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet über, will ich mal sagen, die Ratio, ja, die Vernunft, oder die, wenn man so will. Ja, also das sind jetzt Dinge, die in jedem Unternehmen da sind, die Sie auch kennen. Jetzt kommt aber zu dem Ganzen noch ein Aspekt hinzu, der das Ganze wie man sagen, etwas unheimlich werden lässt und der letztendlich auch mich darauf gebracht hat, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe. Weil es nicht nur um Geld geht, ganz im Gegenteil, es geht um ganz, ganz andere Dinge. Und darum möchte ich auch ein Zitat jetzt bringen, das ich auch in meinem ersten Vortrag schon gebracht habe, aber ich muss es immer wieder sagen, denn das hat mich wirklich am meisten schockiert. Das hat gesagt, der Alan Greenspan, das ist der Fed, die Federal Reserve Bank, die Staatsbank in Anführungsstrichen der USA, und das hat er gesagt, dort war er Vorsitzender bis 2006, wann er das gesagt hat, ja, weiß ich nicht. Dort heißt es folgendermaßen: Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Jetzt frage ich Sie, wann kommt ein Vorsitzender einer Zentralbank dazu, genau so was zu sagen und genau so, wie er es gesagt hat. Und der Alan Greenspan ist dafür bekannt gewesen und er lebt ja noch, er ist wahrscheinlich immer noch bekannt dafür, dass er so immer so ein bisschen orakelmäßig da redet, aber immer die Sachen schon deutlich beim Namen nennt auch. Wer ist diese Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert? Wir haben gesehen, dass über dem Staat wiederum die Banken stehen. Über den Banken stehen die Zentralbanken sozusagen. Ja, aber die gehören ja auch wiederum jemandem. Merken Sie, wie das eigentlich undurchsichtig ist und sehr undurchsichtig? Und wer in Wirklichkeit diesen Kreditfluss kontrolliert, den sehen wir nicht. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann wissen wir, wer es ist. Dann wissen wir, von wem diese Menschen beeinflusst sind, wem diese Menschen in Wirklichkeit dienen. Denen geht es nicht ums Geld. Es geht um Seelen. Und wir lesen das auch in der Offenbarung im Kapitel 17 oder 18, das heißt, beide diese Kapitel gehen über die
Also die Hure Babylon, und dort heißt es auch, dass die, also wenn diese Stadt vernichtet wird, ja, dass dort wurde Gold verkauft und Silber verkauft und Waren verkauft und unter anderem auch Seelen verkauft. Seelen von Menschen. Den Ausdruck habe ich leider nicht gehabt. Genau das ist es. Hinter all diesem Vorgehen stecken hier ganz andere Dinge. Und das ist auch das, was ich entdeckt habe. Für mich jetzt, ja, dass ich sagen konnte, da steckt irgendwas anderes dahinter. Es kann ja nicht nur ums Geld gehen. Einer, der schon Billionen hat, warum soll er noch ein paar Milliarden dazu? Welches Interesse kann er haben? Der kann kein monetäres Interesse haben. Da muss was anderes dahinter gesteckt sein. Und diese Sache ist sehr interessant für uns und auch hilfreich dahingehend, dass wir Dinge in dieser Welt feststellen können, denn diese Okkultisten, so wie sie es mal nennen, Okkult heißt geheim, ja, auch denn diese Okkultisten, die haben einen, wie soll man sagen, fast unwiderstehlichen Drang, auch alles irgendwo nach außen zu bringen. Zwar geheim, ja, aber sie müssen, und vielleicht hilft es ihnen auch, um irgendwelche Energien da angeblich zu organisieren, aber sie nennen diese Dinge schon beim Namen und sie wollen über Symbole, über Ereignisse, über Zahlen und so weiter, zeigen sie uns und sich gegenseitig, was sie machen und wo sie stehen und wer zu ihnen gehört. Und das können wir aus dem Grund entdecken. Ich wollte da eigentlich eine Grafik machen und dann habe ich bei der Suche im Internet diese Grafik hier gefunden. Dann habe ich gedacht, gut, die nehme ich einfach, bin mal faul. Die ist zwar auf Englisch, aber sie zeigt eigentlich genau das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Jetzt sehe ich sie ja schlecht bei mir und ich weiß nicht, Sie sehen es vielleicht auch schlecht, aber es ist ein auf dem Kopf stehendes Dreieck. Es ist wie eine Pfeilspitze, die nach unten zeigt. Und ganz unten lesen wir New Age Movement, das heißt, das ist diese New Age, dieses Wassermann-Zeitalter, dieses neue Zeitalter, diese neue Weltordnung, wenn Sie so wollen, die da eingeführt wird. Letztendlich ist es die Herrschaft des Antichristen ganz am Ende der Welt. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, ja? Aber letztendlich ist es die Herrschaft ganz am Ende der Zeit des Bösen über die Menschen. Und dort führen uns verschiedene Dinge hin und der originäre Ursprung dieses Planes, der liegt in Babylon. Ganz oben sehen Sie, da heißt Ancient Mystery Babylon, das heißt antikes oder geschichtliches, geheimes oder mysteriöses Mysterien Babylon. Dort ist das alles entstanden. Wir können das heute noch. Warum weiß ich das? Weil wir es heute noch an Symbolen, an Zahlen und so weiter, auch an Büchern und vielfach Symbolen eben erkennen können. Darunter direkt steht Kabbalism, das heißt, das ist die Kabbala, das ist eine jüdische Geheimlehre. Auch die Juden als Volk, wir wissen ja, dass sie lange Zeit in Babylon auch waren, weil sie dort hin verschleppt wurden, ne? Nebukadnezar. Dort ist der babylonische Talmud zum Beispiel entstanden. Dort sind viele Schriften entstanden, ja, und die Rabbis, viele Rabbis der Juden, die schwören in Anführungsstrichen hier auf diese Kabbala, die jetzt auch Auswüchse erreicht bis zu uns hierher, ne, in irgendwelchen profanen Numerologien, wo da irgendjemand ihr Geburtsdatum da irgendwie deuten will oder so. Das ist natürlich ein Quatsch, das können Sie vergessen. Aber die reine, die wirklich alte Lehre, die ist schon noch da und die wird von vielen praktiziert. Von solchen Leuten wie zum Beispiel dieser Greenspan. Darunter steht Gnostizism, das heißt, das ist die Gnosis, die Erkenntnis, die wir auch schon im Neuen Testament nachlesen. Das ist jetzt, die wird genannt auch in den Sendschreiben, in der Offenbarung zum Beispiel, wo es dort heißt, Nikolaiten. Die Nikolaiten dort, ne, die, wo Jesus sagt, also die Nikolaiten, die hassen wir, die hasse ich. Es waren genau welche, die jetzt eben die Gnosis bedeutet Erkenntnis, ja, da vertreten haben. Ja. Wo auch viele, würde ich mal sagen, sekundäre Schriften damals schon, ja, entstanden sind, neben der Bibel. In manchen Bibeln sind heute noch einige drin, die Apokryphen, ja, kennt vielleicht der eine oder andere, in manchen
Ausgaben der Lutherbibel, meiner zum Beispiel, waren die auch noch drin. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber die sind eben da. Dann gibt es Thomas-Evangelium, was es alles für Zeug gibt. Das ist gnädig. Darunter steht Knights Templar, das heißt, es sind die Tempelritter. Da kommen jetzt sofort natürlich alle sagen, oh, das ist eine Verschwörung, die Tempelritter, die sind noch 1307 da ausgelöscht worden und so weiter. Die Tempelritter waren diejenigen, die vieles von diesem Wissen nach Europa gebracht haben. Die Tempelritter waren auch damals diejenigen, die das erste Bankensystem praktisch erfunden haben. Die das Bankensystem eingeführt haben. Da hatten zum Beispiel die Pilger, die im Jahr zum Beispiel 1200 nach Jerusalem gepilgert sind, die konnten in Köln, will ich mal sagen, in der Ortsbank, ne, das war wie so ein Bank oder Ortsverein, der Tempelritter, dort zum Beispiel ein gewisses Vermögen abgeben zum Schutz, ja, und sind dann losgeritten. Ja. Da haben die eine Quittung gekriegt und haben diese Quittung auf dem Weg, dorthin sind die immer an verschiedenen Orten, haben die Tempelritter ihre Stationen eingerichtet und dort haben die immer mit ihrer Quittung wieder den Gegenwert bekommen. Das war praktisch die ersten Schecks oder Wechsel, wenn sie so wollen. Das haben die Tempelritter eingeführt. Und viele von uns wissen auch, dass die Tempelritter die reichste Organisation waren, die zur damaligen Zeit auf der Erde existierte. Und zwar in relativ kurzfristiger Zeit, in relativ kurzer Zeit. Das haben sie unter anderem auch diesem Wissen und so weiter zu verdanken, das sie dann mitgebracht haben. Unten drunter steht Rosikruschen, sind die Rosenkreuzer. Auch die sind ja bekannt. Und dann darunter steht Freemasonry, das sind die Freimaurer. Und die Illuminaten, nennen sie das, ist auch wieder ein separater Orden. Es existieren und existierten von der Gründung von Babylon an aus, von der Sprachverwirrung aus, weltweit geheime Bünde, die das Wissen bewahrt haben, meistens mit Priestern. Deswegen finden wir auch weltweit, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Mexiko zum Beispiel war, auf den Hochgebirgen, da gibt es ja die Städten der Azteken, der Mayas. Überall finden Sie dort auch Pyramiden wieder. Sie finden überall dort auch die Symbole wieder, die in Babylon damals verwendet worden sind. Sie finden dort die gleichen Symbole wieder wie in Ägypten. Sie finden sie die gleichen wie in Griechenland, im antiken Griechenland wieder. Es zieht sich also praktisch über die ganze Welt. Auch selbst in China, ja, wo man ja viele Dinge heutzutage gar nicht mehr weiß, ne? gar nicht hinkommt, ja, oder einfach das Land ist zu, man kann da gar nicht forschen richtig. Aber da gibt es auch x Pyramiden über die ganze Welt verstreut. Das heißt, dieses Wissen ist bewahrt worden in geheimen Bünden. Es ist bewahrt worden, damals gab es ja keine Kopierer, sage ich jetzt mal scherzhaft, ja, weil es ist aufgeschrieben worden, meist ist es nur mündlich überliefert worden, von gewissen Kasten immer weitergegeben worden. So, aus diesem Grund haben auch die heutige Freimaurerei, auch wenn sie es abschreiben, die schreiben das ja ab, einen ganz klaren Ursprung, der nachweisbar ist, der in Ägypten und bis zurück nach Babylon reicht. Das kann keiner abschreiben, wir werden nachher auch noch ein paar Symbole sehen, wo das also ganz klar erkennbar ist. Nur wenn Sie heute jemanden kennenlernen oder wenn Sie heute jemanden kennen, der Freimaurer ist, hier in irgendeinem Ortsverein, der weiß davon meistens nichts. Von diesen alten Mythen, die sind einfach dann nicht mehr bekannt. Und aus diesem Faden, ich muss sagen, das ist der rote Faden, der sich durch die Weltgeschichte durchzieht. Und der ist heute nach wie vor erkennbar, besser als je zuvor. Wir sind vor 200, 300 Jahren, haben die Menschen nicht die Möglichkeit gehabt, diesen Faden vielleicht zu entdecken. Da gab es kein Fernsehen, da gab es kein Internet. Die Menschen haben irgendwo hier in Bad Heimach gelebt, ihr ganzes Leben lang sind irgendwann gestorben. Die haben gar nicht viel mitgekriegt. Verstehen Sie? Und so war das ja auf der ganzen Welt. Deswegen ist es auf der einen Seite ein Segen für uns, dass wir diese Informationen heute zugänglich haben. Und ich mache mit Ihnen, was soll ich damit wetten, ich wette auch nicht, aber ich würde eine Wette machen, dass wir in 50 Jahren spätestens diese Möglichkeit nicht mehr haben hier in Deutschland. Es wird vielleicht noch Internet geben, aber Sie werden die relevanten Informationen dort nicht mehr rausziehen können. Wir haben ja heute schon, auch in der Türkei, ja, der Erdogan hat ja mal kurz YouTube und was weiß ich alles gesperrt, ja, auf eine Anweisung. Glauben Sie nur nicht, dass es bei uns noch nicht passieren wird. Es wird jetzt noch in Kauf genommen, weil das Internet auch hervorragende Möglichkeit ist, Kontrolle auszuüben.
über Giralgeld, ja, Online-Banking und so weiter. Ja, also da sind ja Informationen zugänglich. Wenn wir heute diese NSA-BND-Affäre hören, das sind alles solche Sachen, die sind über diese Technik eben möglich. Wir haben heute, und das gehen diejenigen, die das da kontrollieren, ganz bewusst ein, eben die Möglichkeit, auch da mitzuspielen. Wir können es auch mitnutzen, weil es gerade entwickelt wird. Wenn es ausgereift ist, wird es uns weggenommen. Da bin ich ganz sicher. Diejenigen, die diesen Plan ausführen, haben kein Interesse daran, dass wir hier eine solche Sitzung, einen solchen Vortrag machen in 50 Jahren noch. Das wird es nicht mehr geben. Und aus diesem Wirrwarr, will ich jetzt mal sagen, oder Geflecht oder Netz, das da hier weltweit gespannt ist, da entstehen natürlich diese ganzen Netzwerke, ja, wir kennen das aus unserer eigenen privaten, will ich mal sagen, Umfeld oder auch beruflich, ja, Netzwerk ist ja das Schlagwort schlechthin, ja, das 21. Jahrhundert, muss ein Netzwerker sein, ja, die machen ihre Netzwerke schon seit 6000 Jahren. Die sind nun schon viel weit voraus. Und über Netzwerke kann man viel erreichen. Wir wollen uns nun einfach mal Merkmale dieser babylonischen Mystik da anschauen. Ich kann natürlich da jetzt auch nochmal ausholen, wieso kann man allein über den Punkt schon mal 5 Stunden reden. Deswegen kann ich auch nicht alles ansprechen und ich erhebe auch keinen Anspruch über Vollständigkeit, weil es geht gar nicht. Ja, dafür ist das Ganze zu viel zu komplex. Aber wir möchten Hinweise geben, sodass Sie auch das erkennen können in Ihrem täglichen Leben. Denn dafür sind wir ja heute da, dass wir sagen, wenn wir von einem Plan reden, dass er sich offenbart, dann muss es ja diesen Plan ja geben und wir müssen diese Offenbarung auch kennenlernen, auch sehen. Ja, und wir müssen auch wissen, wo sie herkommt. In Babylon am Anfang, dort ist der Ursprung der Schlangenanbetung. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang meines Vortrages diesen Vers aus Mose 3, 1. Mose 3 gestellt. Denn die Schlange, die begleitet uns Menschen bis zum Ende. In der Offenbarung ist es so, ne, dass auch hier nachher der Teufel, der Satan, der Drache, die alte Schlange, ja, so heißt es, vernichtet wird. Die Schlange ist ein ganz klares Zeichen der Mystik, die dort herkommt. Wir können uns nachher auch ein paar Symbole anschauen. Schlangenanbetung, Schlangensymbolik, auch heute vielfach erkennbar. Dann das Feuer. Das Feuer ist auch ein ganz klares Symbol, was ich erkennen kann, was resultiert aus der babylonischen Mystik. Diese beiden sind im Laufe der Jahre zusammengeführt worden. Daraus sind auch die Drachen, die feuerspeienden Drachen entstanden. Kennen Sie eine Schlange, die feuerspeit? Keiner macht sich Gedanken darüber. Wo kommt es eigentlich her? Ja, wo kommt es eigentlich her? Hiob. Bitte? Hiob. Hiob. Gut, genau. Das haben wir einen Hinweis. Ne? Diese feuerspeienden Schlangen sind aber, wenn Sie sie heute in Symbolik sehen, wir haben den Hinweis dort, aber haben heute nichts mit der Bibel, mit Gott zu tun, sondern sie haben ganz klar was mit dem Schlangenkult zu tun, der damals im alten Babylon entstanden ist. Die Drachen. Wir werden es auch nachher noch in vielen Wappen zum Beispiel, sind diese Drachen, diese feuerspeienden Drachen zu erkennen. Dann kommt dort her die Numerologie, Gematria, habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, ja, das ist die Zahlenkunde. Es ist jetzt nicht diese profane Zahlenkunde, dass jemand sagt, ja, wann bist du geboren, ich sag dir, wie du bist. Ne? Sondern das sind Zahlen letztendlich, und ich habe vorhin auch angedeutet, wir leben im Zeitalter der Zahlen. Zahlen, die von den Geheimbünden, von früher von Priestern und so weiter, gehütet wurden, diese Geheimnisse gehütet wurden. Ich kann es nur andeuten, weil es ist ein riesiges Feld. Ich sage nur ein Beispiel, was die Bibel betrifft. Die Bibel ist in zwei Sprachen geschrieben, das wissen wir ja, teilweise drei, ja, Aramäisch noch. Und diese Sprachen, das hebräische Alphabet zum Beispiel, hat wie viele Buchstaben? 22. Super, genau. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und jeden dieser Buchstaben ist eine Zahl auch zugeordnet. Ja? Also das heißt, erste Buchstabe Alpha, oder Alpha ist der griechische Ausdruck, ne? Aleph heißt es dann wiederum auf Hebräisch, die 1. Ja? Und dann geht es weiter, ne? 1, 2, 5, 6, 8, 9. Ja? Bis letztendlich der letzte Buchstabe hat die Zahl 400.
das Neue Testament ist geschrieben worden auf Griechisch. Das Griechische hat wie viele Buchstaben? 24. 24, genau. Das Griechische Alphabet hat 24 Buchstaben. Da weiß ich jetzt ein bisschen mehr. Alpha ist die 1, Omega, von Alpha bis Omega. Omega hat den Wert 800 zum Beispiel. Ja. Das heißt aber auf der anderen Seite, jedes einzelne Wort, jeder einzelne Buchstabe der Bibel ist auch eine Zahl. Das ist also für mich eine höchst interessante Information, weil eine Zahl kann ich nicht verfälschen. Wir sind eine 4 oder eine 14, ich bin eine 14. Und keine 28,5 oder 14,1001, nein, das ist genau 14. Das heißt, die Zahlen drücken etwas Genaues aus, eine sehr hohe Genauigkeit. Und das hat Gott gemacht, denn Gott hat diese Zahlen geschaffen, nicht die Menschen. Die Menschen haben die nicht erfunden. Gott hat diese Zahlen erfunden. Und die Juden haben das natürlich auch in ihren Schriften, in den früheren Schriften auch gewusst. Ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel. Es ist allgemein bekannt, da könnte jeden Juden fragen, was ist die Zahl Gottes? Weiß es jemand von Ihnen? Nein? Auf seinen Namen zurückzuführen ist es die 26. Die 26, weil eben der Name Jahwe ja, in vier Buchstaben geschrieben wird, ja, wenn man das von rechts nach links liest, 10, 5, 6, 5, 6, 5, 10, gibt zusammen 26. Weiß jeder Jude, fragen Sie mal einen, ja, vielleicht kennen Sie einen, ja, der das kennt. Das hat es an sich als solches, als Zahl noch nicht viel auszusagen, findet sich aber natürlich in der Bibel an vielen Stellen wieder, wo man auch Bezüge herstellen kann. Was ich damit sagen will, ist, dass es besteht ein enormes Wissen um diese Zahlen. Da kommen auch zum Beispiel unser Zehnersystem, was wir heute haben, hat seinen Ursprung in Babylon. In Babylon haben sie mit einem Hexagesimalsystem schon gerechnet. Wissen die vielen meisten Leute nicht, erkläre es Ihnen nicht. Ich würde jetzt in eine Mathestunde ausarten. Aber wir waren, die alten Babylonier waren uns, die Sumerer auch, waren uns in diesem Bereich um Längen voraus. Auch was die Sprachen betrifft. Die Sprachen früher waren viel komplexer als unsere Sprachen. Heute. Viel komplexer. Ich habe mal einen Vortrag gehört von unserem Freund Roger Libby, ne, der ist jetzt sehr bewandert, und der hat es auch mal gesagt, dass zum Beispiel in dem Hebräischen, da gibt es teilweise Buchstaben, die haben, oder Worte, ne, die haben 400 verschiedene Bedeutungen. Und mehr. Und daran sieht man, ne, auch, groß an diejenigen, die von Evolution reden, wir haben keine Evolution, sondern es geht rückwärts. Vor zwei Wochen habe ich einen interessanten Chart gesehen, der weltweite Intelligenzquotient ist also stetig auch am Sinken. Ich meine, auch kein Wunder, ne, wenn man guckt, was um einen herum da passiert. Ja, also auch da gibt es keine Evolution, auch wenn die Technik immer weiter fortschreitet. Ja. Das darf man nicht damit verwechseln. Ja. Also wir können heute viele Sachen machen, die konnten wir damals nicht, aber das ist Technik. Ja. Das hat nichts mit Evolution zu tun. Dann mathematisches Wissen habe ich schon angesprochen. Auch da müssen wir ganz klar den Bogen spannen von Babylon über Ägypten, über Griechenland bis zu uns. Dieses Wissen ist von dort aus immer weitergegeben worden. Ja. Das heißt, das Pythagoras habe auch mal in der Schule gelernt, ja, wo kommt der her? Pythagoras, wissen die wenigsten, war 22 Jahre lang in Ägypten. Er war 22 Jahre lang in Ägypten und ist dort aller Wahrscheinlichkeit nach, dafür gibt es noch keine Beweise, auch dort initiiert worden. Ne? In den geheimen Rangsystem, was die Ägypter damals hatten und was es heute noch gibt bei den Freimaurern. Dort kommt auch die Vorliebe für das Dreieck zum Beispiel her, ja, und für die Pyramide, denn die Pyramide ist ja der erste Körper, den kann man auch als Tetraeder bezeichnen, ja, das ist der erste Körper, der praktisch aus vier Punkten, ja, entstehen kann. Das sind die vier Grundzahlen, 1, 2, 3 und 4. Wenn Sie einen Punkt haben, haben Sie einen Punkt, wenn Sie zwei Punkte haben, haben Sie eine Gerade, wenn Sie drei Punkte haben, haben Sie ein Dreieck. Ja, aber das Dreieck ist ja flach, hat noch keine Dimension. Und jetzt kommt der vierte Punkt hinzu, dann ist es eine Pyramide. Das heißt, das ist der erste Körper, ja, sogenannte platonische Körper, da gibt es auch noch mehrere, Platon hat es dann weitergeführt. Das sind alles Dinge, die kommen alle dort her. Astronomie, die hatten damals, haben
die schon gewusst, wir haben das Jahr gehabt, diese 360 Tage, dort kommt der Mondzyklus her, dort kommt unsere Tageseinteilung her, die Gott gemacht hat, ja, das haben die ja mitbekommen, diese Menschen, die dort am Anfang nach Noah dann die Babel gegründet haben und viele anderen Schritten auch. Maya-Kalender, ne, haben wir ja auch vor ein paar Jahren mal da so einen Hype da gehabt. Das ist alles wissen wir, woher haben die das gehabt, diese Maya? Aus Babylon. So, und dann ist natürlich noch die Architektur. Die Architektur, auch dort können wir an vielen Stellen in unserer Welt sehen, wer dort seine Spuren hinterlassen hat und auch nicht nur aus Versehen hinterlassen hat, sondern ganz bewusst anbringt. An vielen großen Kirchen, die ganzen großen gotischen Kathedralen, die sind alle damals erbaut worden in der Zeit, wo die Templer da waren. Die haben das Wissen mitgebracht. Ja, da kommt auch der Ursprung der Freimaurerei, welche nämlich auch mit her. Ja, das waren ja diese Maurer, diese Steinmetze, wo jeder sein eigenes Zeichen hatte. Und die haben einfach ein Wissen da weitergegeben. Das war kein Hokuspokus, sondern das war damals auch noch teilweise in vielen Logen wirklich das reine Wissen. Und darum geht es auch diesem Kult. Es geht auch um Wissen. Vor allem um Wissen. Erleuchtet sein. Illuminiert zu sein. Das ist nur ein anderer Ausdruck dafür. Ja? Der Mensch will erleuchtet sein. Und da sage ich Ihnen jetzt auch gleich nochmal was dazu. So kommen wir dann nämlich auch, können wir auch den Bogen spannen auf diesen Illuminatenorden, der da angeführt wurde. Wie schlägt sich das jetzt in der heutigen Zeit nieder? Wir haben auf der Welt, die ja letztendlich zusammenwächst zu einer Ordnung, zu einer One World, ja, das ist ja genau auch das, die Botschaft. Eine Welt von einem regiert, eine Religion, ja, eine Wirtschaft, alles soll eines sein. Und dieses eine wird natürlich durch viele Verflechtungen herbeigeführt. Dafür spielen momentan in unserer heutigen Welt drei Stellen eine ganz entscheidende, oder vier Stellen eine ganz entscheidende Rolle. Das ist das Englische, lesen Sie financial, das ist finanziell, spirituell und militärisch. Es gibt drei Orte auf der Welt, die genau, wo genau die jeweilige Macht dort platziert ist. Die finanzielle Macht auf der Welt hat ihren Hauptsitz in London. In London gibt es die sogenannte City of London, das heißt, es ist ein Bezirk in London und dort ist ansässig zum Beispiel diese Fleet Street, also die ganzen Verlage, die ganzen Medien und die ganzen Banken. Dort ist das Zentrum der Macht, wie man sagt, finanzielle Macht. Dann gibt es die spirituelle Macht, die ist der Vatikan. Es gibt noch mehrere spirituelle Mächte, aber der Vatikan ist die führende spirituelle Macht oder geistige Macht, die zu diesem Konglomerat dazugehört. Und die dritte ist die militärische Macht. Kennt jemand dieses Zeichen? Hm? Pentagon, also Pentagon, ja. Das ist Washington D.C., das ist die Flagge von Washington D.C. Washington D.C. hat eine eigene Flagge und die sieht so aus. In Washington D.C. ist also die militärische Macht, wenn man so will, der militärisch-industrielle Komplex, so haben wir das vielleicht auch schon mal gelesen. Und dort ist übrigens auch der Hauptsitz der Freimaurer. Wir wissen ja, dass ja fast alle amerikanischen Präsidenten Freimaurer auch waren. Die haben Amerika mitgegründet. Viele wussten gar nicht, haben eben mitgearbeitet an dieser Entwicklung, so wie sie heute ist, ja, ohne dass sie eigentlich wussten, was sie da machen. Weil auch die eine entsprechende pyramidale Hierarchie haben und es ist ja auch ein Kennzeichen von vielen Geheimbünden, dass der Nächste gar nicht weiß, wer da über ihm steht und was er eigentlich weiß. Er muss erst mal diese Stufe überspringen, dann kann er den nächsten Wissensstand erst erreichen. Deshalb kann man den auch nicht pauschal verurteilen, das will ich auch gar nicht machen, sondern ihn nur mal aufzeigen. Diese drei Orte haben noch eine Gemeinsamkeit, wo viele Menschen nicht wissen. Diese drei Orte sind sogenannte extraterritoriale Gebiete. Das bedeutet, vom Vatikan wissen wir das, ne? Der Vatikan ist ein eigenständiger Staat. Ein Staat im Staat sozusagen. Ja? Aber der hat Völkerrecht, ja? Der Heilige Stuhl, also der Papst hat hier Völkerrecht und Beisitz in allen, in UNO, UN und so weiter, Gremien. Die City of London ist genauso ein extraterritoriales Gebiet. Dort hat das englische Recht nichts zu sagen.
Selbst die Königin, einmal im Jahr besucht ja die Königin diese City of London, wird dann da in irgendeinem traditionsreichen Fest mit irgendwelchem Tamtam empfangen vom dortigen Bürgermeister. Aber das sind alles Informationen, die können Sie auch alles nachlesen. Ja? Das ist nichts Erfundenes hier von mir oder Spekulatives. Sind alles, was Sie heute hören, sind alles Fakten. Aber wenn ich ein extraterritoriales Gebiet habe, heißt es auch, mir kann keiner dazwischen funken. Ja? Das heißt, der, der dort die Regierung Gewalt hat, der kann machen, was er will. Also das englische Königshaus und die englische Great Britain ist da außen vor. Oder eine Stufe tief. Muss genau sein. Und was gar nicht bekannt ist, ist, dass es in Washington DC genauso ist. Auch nicht angreifbar, rechtlich ist das alles dort abgesichert. Es gibt noch eine vierte, ganz in unserer Nähe, eine vierte Macht, die ebenfalls hier wieder zugehört. Wer kennt das? Das ist die BITS, das ist die BIS, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das heißt, die BITS in Basel, aber auch BIS genannt, Banking International Settlement heißt es dann. Die wurde gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, um die Reparationszahlungen zu verwalten, die Deutschland die Welt zahlen muss. Die hat sich inzwischen entwickelt als Weltzentralbank, die anderen Zentralbanken praktisch unter sich hat, wenn sie so wollen. Diese Bank steht auf extraterritorialem Gebiet. Da treffen sich alle zwei Wochen, ich glaube 13 sind es, ne? Die Zahl, wenn Sie auch mal öfters begegnen, 13 Menschen. Aber da halten Sie mich da nicht fest, ich weiß nicht genau, ob die Zahl stimmt. Aber auf jeden Fall treffen sich dort führende internationale Banker, um hier die Geschicke der finanziellen Welt zu leiten. Aber sie stehen auf extraterritorialem Gebiet. Sie sehen also, hier ist für alles letztendlich gesorgt und abgesichert. Es kommt jetzt hier noch eine weitere Macht hinzu und jetzt möchte ich Ihnen auch mal ein paar Symbole zeigen. Was ist das für ein Wappen? Das ist Papstwappen, genau. Dies ist das aktuelle Papstwappen von dem Polio. So, in der Mitte dieses Papstwappens sehen Sie eine Sonne mit drei Buchstaben, IHS. Das ist das Zeichen für den für die Jesuiten. Dieser Papst ist ein Jesuit. Die Jesuiten spielen eine herausragende Rolle, wenn man jetzt mal wieder zurückschaut in der Geschichte, wie hat sich die Welt entwickelt von, ja, sage ich mal, vor allem jetzt in der Aufklärung bis heute. 1767 übrigens, weil wenn ihr noch Schuld liegt, war das Datum, wo die Jesuiten fast europaweit verboten wurden. Sie sind dann untergetaucht. Sie mussten untertauchen, ja. In Spanien, in Portugal sind sie also verboten worden an diesem, in diesem Jahr und sind dort auch verfolgt worden und sind dann erstmal untergetaucht. Wie damals die Templer im 14. Jahrhundert auch untergetaucht sind. Aber sie sind nicht weggetaucht. Sie sind noch untergetaucht und sind noch da. Ja, nochmal ein Zeichen. Wie wirkt dieses Zeichen auf Sie? Feuer. Irgendwie, wenn ich mal so angucke, wird es so bedrohlich. Ja. Irgendwie wird es bedrohlich. Muss es nicht sein, ja, weil es nicht rein, aber für mich wird es ein bisschen bedrohlich. Das gleiche Zeichen wie eben das vom Papst, nur in anderen Farben. Ja, genau das gleiche. Hier sehen Sie Folgendes: Das ist das Zeichen des Jesuitenordens. Ja. Hier sehen Sie die Sonnenanbetung, das Sonnenrad. Hier sehen Sie das Geschlängelte, das Feuer. Das kann auch für eine Schlange stehen. IHS weiß bis heute keiner, was es genau heißt. Es gibt verschiedene Definitionen. Ja. Jesus Christus oder Isis Horus. Sie sagen, die Jesuiten nennen sich ja Societas Jesu, das heißt die Gesellschaft Jesu. Und da muss ich jetzt ein paar Worte noch dazu verlieren, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Gesellschaft Jesu wurde gegründet im Jahre 1534 als Gegenreformation sozusagen. Ja. Das heißt, als die katholische Kirche, als praktisch die Erweckung stattfand durch die Reformation, wo wir jetzt ja bald das 500-jährige Jubiläum haben, da kam es natürlich der katholischen Kirche nicht gelegen, das können Sie sich vorstellen. Ja, das heißt hier, das kann man auch wieder nachlesen in der Geschichte, der Ursprung auch zu finden des Jesuitenordens. Ja. Ignatius von Loyola hat diesen Orden gegründet. Dieser Orden wird von vielen einflussreichen Persönlichkeiten, es gibt auch viele Zitate, ne, als so mit das böseste Bezeichnung, was es auf der Welt gibt, obwohl das eigentlich
viele Menschen dort sind, die ganz treu ihren Paterdienst auch getan haben. Ja. Nach außen, für die normalen Menschen, sind die alles ganz normale Patres, ja, die halt irgendwo den christlichen Glauben auch verbreitet haben. Das haben auch viele getan. Und dadurch hat die Macht der katholischen Kirche auch weltweit enorme Ausmaße angenommen. Allein Paraguay war ja ein klassischer Jesuitenstaat. Ja. Das können Sie ja mal nachlesen, der ganze Staat ist gegründet worden von Jesuiten. Ganz Südamerika, China, die ganzen Verflechtungen weltweit, dafür haben die Jesuiten gesorgt. Die Jesuiten waren auch zuständig dafür, für Staatsoberhäupter, Könige, Kaiser, durch die Jahrhunderte hinweg, einmal denen ihr Beichtvater zu sein, was natürlich der Platz war, wo die besten Informationen natürlich gekommen sind. Und sie waren auch verantwortlich für die Erziehung von denen ihren Kindern. Viele Könige, Kaiser, gerade auch die Habsburger, sind erzogen worden von Jesuitenvater. Diese Beziehungen, Verflechtungen der katholischen Kirche zu den einzelnen Staaten und Staatsoberhäuptern lässt sich zurückverfolgen über die ganze Geschichte der Kirche, insbesondere seit Gründung dieses Ordens. Dieser Orden ist militärisch strukturiert. Er hat einen Eid, diese Jesuiten müssen einen Eid ablesen. Wenn ich den jetzt hier vorlesen würde, müssen wir sämtliche Jugendliche, die es hier sind, rausnehmen. Sie können es aber auch nachlesen. Adenauer zum Beispiel, habe ich auch nicht gewusst, der engste Berater von Adenauer war auch jesuitisch erzogen. Er hat dort auch seine Beziehungen gehabt. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt alle Staatsoberhäupter hindurch bis Hunderte, Tausende, wo der Jesuitenorden seinen Finger da im Spiel hatte. Die haben auch viel Gutes gemacht für die Menschen, eigentlich schon klar. Die haben auch viele Universitäten gegründet. Die großen führenden Universitäten der USA zum Beispiel sind alles von der katholischen Kirche, von Jesuiten gegründet worden. In Deutschland war die klassische Jesuitenstadt Ingolstadt. Dort haben die in dortigen Universität war praktisch das Wissen von Deutschland. Aber hat sich da konzentriert. Ja? Und so hatten die Jesuiten immer Zugriff auch auf die intelligentesten Menschen weltweit. Weil die haben letztendlich ja auch diese Menschen ausgebildet und konnten auch erkennen, ja, wo ist jetzt da ein kleiner Einstein oder ein Kepler oder ein Ding, ne, den man da besonders fördern kann. Ja? Deswegen habe ich das jetzt hier extra nochmal mit eingebaut. Da gibt es natürlich viel, viel, viel noch dazu zu sagen. Aber es sind nicht nur diese Freimaurer in Anführungsstrichen, sondern die Jesuiten spielen eine sehr große Rolle auch in diesem ganzen Geflecht. Extraterritoriale Gebiete habe ich Ihnen schon erklärt. Und hier sehen wir uns mal gerade nochmal die drei an. Architektur, nur ein Beispiel. Obelisken, ich meine, ein Obelisk ist ein ägyptisches Monument. Er symbolisiert, das ist alles letztendlich ein Phallus-Symbol. Da muss man sich auch fragen, was jetzt ein Phallus-Symbol auf dem Petersplatz natürlich zu suchen hat. Das, was Sie hier in der Mitte sehen, ist ein Washington, ist das Washington Monument. Übrigens in Rom ist die Stadt, wo die meisten dieser Obelisken stehen. Und das City of London ist natürlich auch ein Obelisk da. Das sind jetzt Zeichen eigentlich, die jetzt sichtbar gesetzt worden sind, mit voller Absicht auch. Dann haben wir hier, das ist Rom, von oben architektonische Zeichen kann man natürlich an jeder Ecke in Rom, wenn man von Ihnen in Rom war, erkennen. Ganz interessant ist es, und das ist auch natürlich erst seit Google Maps oder wie das heißt da möglich, dass man sich auch mal Orte von oben angucken kann, ja? Was ja sonst gar nicht möglich wäre. Und dann entdeckt man auch dort wundersame, will ich mal sagen, architektonische Feinheiten, die wieder auf die heilige Geometrie und so weiter zurückzuführen sind. Sie sehen hier das Pentagon. Pentagon ist natürlich auch ein geflügeltes Wort für Amerika. Dort ist der Sitz, ne? Der Hauptsitz in diesem Pentagon-Gebäude. Ne? Also deutlicher geht es eigentlich gar nicht mehr, ne? Dass man jetzt hier nach außen, sagen wir mal, dieses Wissen, dieses alte Wissen auch zeigt und demonstriert. Ja, es ist einfach nochmal hier als Wiederholung. Es gibt verschiedene Strömungen, die alle auf das gleiche zulaufen.
die eine mehr oder die andere weniger. Deswegen kann man jetzt auch nicht kommen und irgendwelche jetzt Verschwörungstheorien da bezichtigen, weil man kann jetzt hier keine Gruppe als alleinige nehmen. Alle haben daran ihren Anteil. Und ich will nur eines sagen, und wir wissen das, und ich wusste das ja bis vor ein paar Jahren noch gar nicht, wir können eine ganz klare Trennlinie ziehen. Es gibt die Welt und es gibt die, die nicht von der Welt sind. So sagt Jesus. Und da machen sie nie einen Fehler, wenn sie das berücksichtigen. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und jetzt kann ich Ihnen nur eines sagen. Jeder Freimaurer auf dieser Welt, der ist von der Welt. Jeder, der hier Rosenkreuzer, Kabbalist, was auch immer ist, der ist von der Welt. Und wir können das relativ sicher, können wir das erkennen. Bin ich jetzt von der Welt? Oder ist das jetzt einer, der von der Welt ist? Ist es zum Beispiel ein Politiker? Eine politische Partei? Die sind von der Welt. Das ist eine ganz klassische Welt. Denken Sie an Lot, der da im Tor saß. Das ist Welt. Da braucht nicht lange überlegen. Hat er jetzt ein Dreieck, Umhänge oder irgendwie. Wissen Sie? Die sind einfach von der Welt. Und diese Welt läuft auf ein Ziel zu. Und das ist hier ganz klar mehr und mehr erkennbar. Das ist der antichristliche Plan in dieser Welt. Und dort werden alle, die in dieser Welt tätig sind, dafür benutzt, ob bewusst oder unbewusst. Aber wir haben die Möglichkeit der Unterscheidung. Und wenn wir sie selber nicht haben, dann können wir zum Beispiel solche Veranstaltungen wie hier besuchen und kriegen wir sie. Ja? Und reden Sie untereinander. Und nutzen Sie auch diese Informationsquellen, die wir jetzt noch haben. Und ich bin mir sicher, wir werden sie nicht mehr allzu lange haben. Ja? Aber das sollte man nutzen und weitergeben an Menschen, ja, damit auch die diesen Unterschied eben feststellen können. In diesem Sinne machen wir jetzt eine Pause. Und zwar bis